Am 20. März ist der Weltglückstag. Was macht Sie alles glücklich? Vielleicht machen Sie ein paar Notizen wegen dieses Tages, was Sie alles glücklich macht, sodass Sie mal nachschauen können, wenn Sie mal nicht glücklich sind, was könnte es denn noch sein? Natürlich gibt es auch Hormone, die glücklich machen, denn Hormone steuern alles. Die steuern Organe, Zellen, psychische Funktionen, Gehirnfunktionen. Mein Name ist Christine Rosatana und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Hier einige Hormone. Das ist zum Beispiel das Estradiol, eines der 30 Östrogene, das vor allem ganz wichtig ist für das Glücklichfühlen bei Frauen. Eine gute Stimmung sein. Testosteron ist für Männer ganz wichtig, auch um in eine gute Stimmung zu kommen oder zu bleiben. Dann gibt es das Progesteron, das Hormon der Gelassenheit, dass man so ruhig und gelassen und glücklich sein kann. Das DHEA ist ein wichtiges Hormon für das Immunsystem, aber auch ist vermittelt der Stimmung, mir geht so gut, ich könnte Luftsprünge machen. Wichtig ist natürlich auch die Schilddrüse, dass die gut funktioniert und auch spezielle Glückshormone wie zum Beispiel Dopamin, Serotonin, Endorphine. Man kann sehr viel machen, um da was zu machen, sei es bioidentische Hormone, Pflanzen, Übungen. Und mit einer Übung möchte ich abschließen. Das ist, schicken Sie doch Ihrem Gehirn ein Lächeln. Wenn Sie die Mundwinkel lang genug nach oben drücken, dann glaubt das Gehirn, Sie sind glücklich und wird auch Glückshormone ausschütten. Sie können das Gehirn überlisten. Und wenn Sie ein Hilfsmittel brauchen, dann nehmen Sie doch einen Stift. Wichtig, zwischen die Zähne, nicht zwischen die Lippen, sodass ein ganz tolles Smiley entsteht. Ein paar Sekunden mache ich es mal gerade für Sie. Lassen Sie ein paar Sekunden länger drin. Ich wünsche Ihnen viel Glück für den Glückstag und für die Zukunft. Bis bald, Ihre Christine Rosatanner.